die großen Challenges vom Produzenten sind vorbei, aber irgendwie war das alles scheiße, oder? Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach weg in den Urlaub. Bleiben wir, oder? Ja, was machen wir jetzt? Bier trinken. Ah, das kann ich. Was können wir uns eigentlich nur für schwachsinnige Sachen einfallen lassen? Wer fährt am langsamsten? Viel besser. Ah, da gewinne ich auf jeden Fall. Weil wir Platz brauchen und nicht den Verkehr aufhalten wollen, treffen wir uns wieder auf dem Flugplatz in Jesenwang für unsere Challenge. Oh, was ist denn mit euch los? Das Outfit gab's in der Kaba-Dose oder was? Alter. Nö, wieso? Komm vom Arbeiten, was wollt ihr denn? Ja, komm vom Arbeiten. Super. Was machen wir jetzt hier? Wer ist jetzt wieder auf die sensationelle Idee gekommen? Möglichst. Langsam zu fahren? Tja, 50 Meter langsam fahren. So schaut's aus. Super. Ja, Holger, mal nicht nur schnell. So. Ach so, du hast beim letzten Mal ja auch verloren. Ach so, ja gut, ja dann. Ja, dann schauen wir aber mal. Langsam konntest du, schauen wir doch mal. Wie sind die Regeln überhaupt? Regeln? Ja, also, was ist, wenn einer Fuß runter tut? So watschen. 10 Meter vorne wieder anfangen, oder? Dann fangen wir von vorne an, aber der muss eine Strafe kriegen, oder? 10 Meter würde ich sagen. Ja, oder? Würde ich auch sagen. 10 Meter Strafe, ja. Ja. Bei 50 Metern hat er eigentlich verloren. Ja, ja. Kann sein, passt. Machen wir so. Gut, also, auf geht's. Genau. Aber gleichzeitig, gell? Und nicht gegenseitig in die Kiste fahren. Lass mal die Öfen an, oder? Schmeiß mal die Dinger an, hier an den Pylonen geht's los. Okay. Erstmal anlassen und dann wieder zurück. Ja, klar. Oh, Jungs, ich brauche Anlauf, ne? Weil meine ist ja ein bisschen. Ja, wir treffen uns mit laufenden Motoren hier wieder. Ja? Okay. Au! Ja, Scheiße, ey.
Zurück! Zurück! Hast du das jetzt verkackt oder was? Ja. Super. Ja, mein Lenker ist locker. Ach, mein Lenker ist locker. Lenkanschlag. Auf die Plätze! Fertig! Los! Ein Siegerlächeln, so schaut ein Sieger aus. Eddie! Gefangen! Lief deine Kamera? Ihr alten Verlierer. So. Wer sagt das? Ja, weil das ist ein italienisches Mofa, das ist zum Schnellfahren gebaut und nicht zum Rumbummeln wie die Deutschen hier. Linke Spur, ne? Ja, Solo, ja, made in Baden-Württemberg oder Spätzle-Bomber, dieses italienische Design. Garelli und Vespa, sie gibt dir Gas und fährt nicht langsam, weißt du. So schauen Sieger aus. Ja, ja. Ja, genau. Am Arsch, wir machen ihn noch Platz. Dieses Mal werde ich die Challenge gewinnen. Mhm. Ja, ja, beim Langsamfahren hast du ja schon immer gewonnen, gell? Hallo, das ist ein Solo-Mofa, echt. Das mit eurem italienischen... Was? Wirklich, ich sag nichts mehr. Wie war das? Beim letzten Mal hast du auch über den italienischen Schrotthaufen geschimpft und was hat er? Gewonnen. So. Ganz einfach. So, ja, es war, also offiziell habe ich eigentlich gewonnen. Nee, eben nicht. Du meinst vielleicht inoffiziell, weil du dir das einbildest, aber nö. Einbildung ist auch eine Bildung, weiß man doch. So, Männer. Du weißt schon, die Dinger sind zum Langsamfahren gebaut. Bei mir hier, guck mal, Lenkung. Oh, Gott, nicht mehr lenken irgendwie. Das mit italienischen Kleinstadtkurven zu tun? Ja, irgendwie schon. Ich weiß auch nicht. Hörni, was war denn mit dir los eigentlich? 20 Meter. Scheiße, oder? Das Ding ist zum Schnellfahren gebaut.
Aber auch der Fahrer, das oder? Das ist vor allem, ist das irgendwie die Vorderradfederung hier, guck mal. Wie ist das Problem bei ihm, glaube ich. Ja, das Ding kannst du halt nicht ruhig halten, ne? Ich meine, das ist halt, schwierig. Das ist immer wieder was zum Langsam und zum Schnellfahren gedacht, ne? Ja, ja, das werden wir schon noch sehen. Wahnsinn. Deutsche Qualität. Solo. Ja. Mhm. Keine Passione, ja? Na gut, was machen wir jetzt? Abhauen. Oh, Bierchen trinken gehen wieder, oder? Ja. Das Wetter ist zwar nicht so toll, und, aber ein Bier geht immer. Uns ne? Die nächste dumme Idee einfallen lassen, oder? Ja, nach dem dritten fällt uns schon was ein, ne? Ja, aber ich glaube, ich ziehe mich dann doch erst um oder so. Wieso? Schaut doch nett aus. Also, vielleicht ein bisschen mit, irgendwie. Ja, so im Biergarten, dann geht's vielleicht auch. Dann. Also, los geht's. Na denn. Ja. Fährt nicht, oder was? So. Ja, doch, geht schon. Ja. Und Servus! Das war nicht gut, oder? Hilfst du mal kurz? Das geht nicht. Nur Scheiße im Kopf, oder? Können wir nicht sowas mit den Mofas auch machen? Was spielt denn der eigentlich schon wieder rum mit seinen komischen Kindern? Kinder halt, ne? Ja, Tauziehen wäre doch lustig. Und Tauziehen wäre gut. Oder mit Telefonbüchern. Ja, genau, das habe ich jetzt auch gedacht, dass so dieser Mythos, oder man kann zwei Telefonbücher. Quelle-Katalog, aber Quelle ist ja pleite, ne? Gibt's ja nicht mehr, ne? Ja, Scheiße, gibt's doch Telefonbücher eigentlich? Nee, gibt's ja gar nicht mehr. Online gibt's die. Im Internet. Wir ziehen das Internet auseinander. Oh ja, das Internet machen wir. Genau. Wir ziehen das Internet mit den Mofas kaputt. Ah, dieser Stuhl. Warte mal. Ah. Was nennst du Stuhl? Ja. Du bist ja ein Cheater. Ja, aber hallo. Das Ding hat mehr Bums als deine Vespa. Nee. Das geht ja. Nee. Doch. Nee. Wie? Du hast mir meinen Stuhl geklaut. Nein, da ist der Stuhl. Leider der Stuhl. Wir haben gerade gesagt, wir machen Tauziehen mit Telefonbüchern, aber wir haben keine Telefonbücher. Tauziehen mit Telefonbüchern? Ja. Hast du jemanden, der ein Telefonbuch hat? Okay. Ja. Aber nehmen wir einfaches Tau. Ich hab kein Telefonbuch mehr. Also ich muss jetzt erst ein bisschen Drohne fliegen. Ja, mach mal. Viel Spaß, ne? Mann, alles ohne!